Das sind jetzt die Thermostate. Und zwar haben die ein Problem, dass der Kondensator da drin kaputt geht und dann bleibt das Relais nicht mehr in der eingeschalteten Position. Man hört es hier klacke, das ist auch richtig. Und bei denen, wo der Kondensator kaputt ist, klackt es dann nochmal. So, hier oben ist eine Schraube. Die kann man öffnen. Einfach aufklappe. Hier ist der 230 Volt Anschluss. Hier ist das Relais, das da entweder klackert oder nicht klackert. Es soll eigentlich einmal klacken. An denen zwei Pins. So, und dann haben wir hier 9,13 Volt. Das ist natürlich eine sehr sparsame Schaltung, wie man das früher so gemacht hat. Das Problem ist, dass jetzt hier die Kondensatoren kaputt sind. Wenn man die austauscht, dann geht es wieder. Wenn ihr die Sicherung rausgemacht habt, wichtig, nicht, dass ihr das vergesst, dann könnt ihr hier die Klemme aufdrehen. In der Mitte ist der Kontakt, der die Ventile öffnet von dem Relais. Und außen liegt die Spannung an. Hier ist N, hier ist L1. Dann macht ihr hier die Dinger hoch. Das sind so Häkchen dran. Ihr müsst ihr nur bis hier hochziehen. So. So, ich habe das jetzt hier nochmal abgeschraubt. Hier das Weiße ist Wärmeleitpasten. Wird mir gleich am Finger hängen. Gut, man sieht, der Stromverbrauch ist echt gering. 5 Volt 100 Mikroampere. Schwanken das so. Ach Gott, ist das ein Linker. Hier gibt es einen Reset-Taster. Jetzt haben wir hier gerade mal 3,9 Volt. Jetzt gucken wir mal, wie weit kommen wir runter. 3 Volt. Mal gucken, ob überhaupt noch was geht. Bei 3 Volt. Hey, hey, hey. 3 Volt gehen auch. Das ist sauber. Jetzt gehen wir noch mal gucken. 2,5. Selbst 2,5 Volt gehen. Die Schaltung, die ist schön flexibel, was mit der Spannung betrifft. 3 Volt, das wären zwei Batterien. Ich habe mit 2 Batterien könnt ihr die super betreiben. Bei 105 Mikroampere. So, jetzt gucken wir mal, was an dieser Schaltung in Ordnung ist. Und zwar, so, hier, da ist ein gelber Kondensator. Der soll eigentlich 150 Nanofarad haben, hat aber, wie ihr auf dem Messgerät seht, nur gar nichts ist zu wenig. Der hat 127 Nanofarad, mit dem geht die Schaltung noch, oder 129 Nanofarad, seht ihr hier drüber. Und hier, der hat nur 96 Nanofarad. Und alle, die nur 96 Nanofarad haben, die kriege ich hier die Spannung nicht mehr zustande. Ja, das stimmt. Das soll 470 Mikrofarad und 25 Volt hat der und das soll der hier auch haben. 470 Mikrofarad, 25 Volt. So, jetzt gucken wir mal, was das für eine Kapazität hat. Mikrofarad hat er noch. So, den hier, den löten wir aus. Und dann können wir das hier, den alten Kondensator hier, wo wir anders ausgelötet haben, hier parallel zu dem anderen Kondensator schalten. Dann haben wir die doppelte Kapazität. Das müsste wieder gehen. Hier sieht man, hier mit der parallel geschaltet. Den anderen wieder reingelötet. Dann müsste es wieder laufen. Dann gucken wir mal, ob das klappt. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier die doppelte Kapazität. Also aus zwei alten 90 Nanofarad haben wir jetzt einen mit 186 Nanofarad produziert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Schaltung noch funktioniert. Welche Spannung jetzt am Relais anliegt, wenn das dann anzieht. Die ist vorher auf 7 Volt zusammengebrochen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das müsste wesentlich besser sein. Zwei Kondensatoren parallel. Jetzt steckt man den Stecker rein und guckt mal, ob hier was passiert.
Ich hoffe mal, das knallt nicht. Ich stecke wieder raus. Also erstmal sehen wir. Es klackt und es bleibt beim Klacken. Und oh Wunder der Technik, trotz Relais 17,8 Volt. Und das heißt, jetzt geht's wieder. Da steht der Feed. Drehen wir zurück. Dass wir bitte nirgends drankommen, es liegt überall Spannung an. Jetzt haben wir hier 28 Volt. Das ist natürlich nicht so ideal, weil dieser Kondensator, der da hinten eingebaut ist, nur für 25 Volt geeignet ist. Da haben die quasi schon ein bisschen gefuscht bei der Schaltung. Gut, das könnte man beheben, indem man die Z-Diode austauscht. Jetzt drehen wir hier nochmal hoch und dann können wir mal gucken, wie das dann hier kurz zusammenbricht. 28 Volt, Klack. 18, 17, das funktioniert schon. So, also bei der Schaltung gibt es zwei Probleme. Das ist zum einen der Kondensator. Der verliert an Kapazität, weil es natürlich auch einer ist, der 25 Volt nur verträgt. Und das ist schon mal schlecht. Wir haben ja gesehen, die Spannung ist viel höher. Und zwar liegt das hier an diese Z-Diode. Wir haben so eine 27 Volt Diode verbaut, braucht das Relais aber gar nicht. Hier könnte man auch eine kleine reinbauen. Ihr seht, bei 17 Volt schaltet das Ding immer noch. Also eine kleinere Z-Diode und das Problem mit dem Kondensator wird gelöst. Das heißt, wir brauchen nur so einen Kondensator, falls der kaputt ist, und eben so ein gelber, der fehlt ja jetzt hier, den habe ich aufgelöst. Hier so eine. So, und damit das mit dem Kondensator nicht so gut gefällt, dass der nur 25 Volt hat, also es gibt natürlich auch Typen, die eine höhere Spannung vertragen, das wäre jetzt hier eine. Er verträgt 50 Volt, hat allerdings nur 100 Mikrofarad statt 470 Mikrofarad. Und von den 100 Mikrofarad sind nur noch 88 übrig. Den löten wir jetzt einfach mal testweise hier rein und dann gucken wir mal, ob es immer noch geht. So, jetzt haben wir den kleineren eingelötet. Gut, jetzt probieren wir es mal aus, ob das jetzt immer noch funktioniert. 17,8 Volt. Jetzt drehen wir mal kurz um. Passt hier bloß auf, dass ihr nicht an diese Strippe kommt. Das ist keine Netztrennung. Ihr kriegt also gleich einen Schlag. So, 28,4 Volt. Wie vorher auch. Nur diesmal kann der Kondensator bleiben. Gut, ich würde sagen, diese 470 Mikrofarad, die brauchen wir überhaupt nicht. Je kleiner er tut, dafür ist er spannungsfester, das heißt, er hält auch länger. Jetzt schalten wir nochmal ein. Gucken uns das an. Und schalte da. Das Relais belastet natürlich diese Spannungsquelle und führt natürlich hier zu kleinen Hubbel. So. Kleine Hubbel drehen wir mal ein bisschen größer. So, guck mal hier. Hier sieht man es doch sehr schön. So. Und man sieht 50 Hertz die Netzfrequenz. Also geht wieder alles. Und so viel zur Reparatur von diesen Konrad-Thermostaten, Raumthermostaten. Ich weiß nicht, was die gekostet haben. 20 Euro, 22 Euro, so glaube ich.